Test 1, 2, 5, 7, 12. 7, 8, 6, 69, we're good. 669. All right. Da wir gerade Rennpause haben, dachte ich, ich stelle euch einfach mal mein Rennmotorrad vor. Und hier im Hintergrund ist es. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich erstmal, wieso sieht das so aus wie 90er Jahre mit Flammen und allen möglichen Kram. Grund ist, wir sind gerade in Oakland, beziehungsweise als es gedreht worden ist, waren wir in Oakland. Und gleiche Wochenende ist Daytona 500 und Heartbeat Hot Sauce. Hat ein NASCAR-Driver mit dem gleichen Design im Daytona 500 drin. Deswegen kurz und knapp erklärt, wieso das Motorrad jetzt so aussieht. Okay, also, wie ihr wahrscheinlich festgestellt habt, es ist eine Yamaha, auch wenn hier gerade nichts Blaues dran ist. Der Motor ist von Racetech gemacht. Das Tuning ist ungefähr 7.000 bis 8.000 Dollar. Und er ist nicht ganz so getuned wie meine Motoren in den letzten Jahren. Sprich, Motor hält, oder beziehungsweise Serviceintervalle sind 15 Stunden. Wir fahren Motoröl, was alle 2 Stunden gewechselt wird. Recluse Clutch. Ah, Recluse Clutch, ja. Englisch lässt grüßen. Recluse Kupplung ist hiermit verbaut. Erfahrungsgemäß hält die Kupplung länger als eine originale. Ist bei mir 6 bis 10 Stunden. An einem Renntag, wo ich verkrampft fahre, ist es auch einfach nur ein Renntag. Aber bei einer originalen Kupplung war es manchmal nur 10 Minuten. Wo machen wir weiter? Verbaut ist außerdem FMF-Auspuff, komplett Titan. Und was ihr hier seht, hier sind wir nach wie vor noch am Testen. Das sind FCP-Motorhalterungen. Die sind ein bisschen straffer als die, die es original gibt. Beziehungsweise haben wir halt getestet. Vorne komme ich mit ganz steifen Motorhalterungen besser zurecht. Und hinten ist es, glaube ich, eher eine mittlere Stärke. Ihr denkt, das hat nicht viel am Motorrad zu machen, dachte ich auch. Aber es verändert die komplette Geometrie, was verrückt ist. Reifen sind von Dunlop dieses Jahr. Räder von DIT, dann Griffe und Lenker ist von ODI, Hebel von Flow und wie ihr seht, es ist wirklich schwer, diese Hebel zu verbiegen, denn die verbiegen sich, die gehen nicht nur in die Richtung, sondern auch in die Richtung. Dann Holeshot Device ist von Works Connection. Ist ein anderes System als nur einen Knopf zu drücken. Und ich habe es relativ weit unten, weil einfach A, Motorradleistung und B, hast du wahnsinnig viel Grip auf dem Startgatter, was halt aus Metall ist, aus Streckmetall. Und ja, von daher bin ich so weit nach unten gegangen. Dann Fahrwerk von Kayaba ist ein A-Kit und dann noch von Enzo Racing bearbeitet, also wirklich da steckt viel Wissen dahinter von den Jungs, denn die machen auch zum Teil die Star-Jungs, also die Star-Yamaha-Jungs und ja, mit denen habe ich getestet, bin nach wie vor noch am Testen, aber die haben wirklich zumindest in Kalifornien das meiste Know-how, würde ich mal behaupten. Wenn wir hier unten weitermachen, P3 Carbon Bodenplatte. Eine Firma aus Amerika, die mich schon in der Vergangenheit unterstützt hat. Dann, ihr kennt oben Flo Hebel. Flo hat auch Titan Fußrasten, die hier verbaut sind. Und wir haben nicht nur DIT Räder, sondern auch Ketten und die sind erfahrungsgemäß wirklich die besten, also toi toi toi.
spannst du einmal, hast du so lange drauf, ohne dass du nochmal spannen musst, bis die Kette alle ist. I don't know what else to say. Ah, okay. Weil wir gerade von Kette reden, kommt natürlich auch die Übersetzung dazu. Wir sind momentan bei 13,51. Letztes Jahr bin ich eine andere Übersetzung gefahren. Da bin ich 14,53 gefahren, was alles ein bisschen länger ist. Aber wie schon gesagt, der Motor ist nicht ganz so hoch gezüchtet wie bei Club. Deswegen mit der Übersetzung, mit der alten Übersetzung würde der Motor nicht ganz so gut ziehen wie jetzt mit den 13,51,10. Ja, und ansonsten, Sitzbank bin ich zurückgegangen von einer höheren Sitzbank auf originale Sitzbankhöhe. Sitzbankbezug kommt, wie es die Kur selber, von Throttle Syndicate. Und warum ich zurückgegangen bin, eigentlich simpel. Bei Club haben sie einfach gesagt, hier, fährst mit hoher Sitzbank, dass du eine gerade Fläche hast. Ist aber bei mir nicht ganz so gut, weil ich kürzere Beine habe und von daher willst du ja eigentlich mehr Luft zwischen deinen Hintern und der Sitzbank haben und deswegen sind wir wieder zurückgegangen auf originale Sitzbank. Damit komme ich auch ganz gut zurecht. Ja, ansonsten, wie schon auch vorne, Fahrwerk von KYB. Hier unten ist noch was Deutsches verbaut. Das ist nämlich, come over here. Das ist nämlich von X-Trek in Preload Adjuster, beziehungsweise wo man seinen Durchhang einfach schneller und besser einstellen kann. Man nimmt einfach einen 8er T-Schlüssel und schraubt so lange, bis der Durchhang passt, anstatt einen Hammer zu nehmen und die zwei Ringe lose zu kloppen und das Ganze zu verstellen, dann wieder alles festzuschlagen. Und von daher, X-Trek hat das super gelöst und ja, ich würde sagen, did we forget something? Did we forget something? Das übrigens ist Chris. What? Ah, car keys. Car keys. That's what you forgot. I don't speak English. Hey, so would you like to say hi to my followers in German? In Germany? Hello. Das ist Chris, der ist einer der Teamchefs hier. Es gibt zwei. Er kümmert sich um das ganze pressemäßige Twitter-Account, Instagram-Account. Unterhält sich mit Sponsoren, kümmert sich um neue Sponsoren, während. Janitor. Oh, Hausmeister ist auch noch. Und ja, eigentlich so ein ganz netter Typ. Oder? Ja, ganz nett bist du. Mhm. Ja? Ja. Okay, gut, dann kannst Perfect. Du jetzt gehen. Danke. Danke, bitte. Thank you. Kannst gehen jetzt. Yeah. Tschüss. Ja, ich glaube, wir haben es. Alles in allem trotzdem ein starkes Motorrad, was sich ehrlich gesagt schöner fahren lässt als das aus dem vergangenen Jahr. Es hat zwar vielleicht, ich will nicht mal sagen weniger Leistung, die Leistungskurve ist nur ein bisschen anders, aber man muss auch sagen, das Team hat bei Weitem nicht das Budget, was das Team vom letzten Jahr hatte. Von daher machen sie wirklich das Beste draus und ich bin super happy damit. Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, aber ich dachte, ich bin habe euch alles gezeigt. Falls ihr doch Fragen habt oder ich irgendwas vergessen habe, dann lasst es mich wissen. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann klickt auf Gefällt mir und abonniert den Kanal, denn das hilft uns wieder. Und jetzt habe ich genug geredet. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns, ich weiß gar nicht, wann wir uns wiedersehen. Wir sehen uns wieder. Es kommt bald wieder ein Vlog, aber ich weiß noch nicht wann. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis später.